Hallo Leute, willkommen zu Gaming spielt Until Dawn. Und die fünfte Stunde ist mittlerweile angebrochen. Und diese werde ich jetzt auch sofort starten, wenn ich meine Kopfhörer hier gegriffen habe, mir die aufgesetzt habe. Und nach dem Ende von letztem Mal, wo unser lieber Psychiater von unserem großen Täter überrascht wurde, geht es jetzt spannend weiter mit Until Dawn. Ich sage Aufnahme starten und sage fortsetzen. Und was bisher geschah bei Until Dawn? Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Josh ist leider draufgegangen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ein Psychopath. Nein, das ist die Asiatin und der Afroamerikaner sind auf dem Weg, Hilfe zu holen. Hallo Samantha. Und Samantha wurde entführt. Die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich raus. Und ich glaube in der Lodge. Hat zwei Finger verloren und ehrt in dem Sanatorium rum. Soweit sind wir mit der Geschichte. Und mit wem es jetzt gleich weitergeht, seht ihr jetzt. Genau. Die beiden wurden eingekesselt von einem wild gewordenen Horde Hirsche. 6. Vergeltung. Was hast du vor? Was willst du tun? Nein, die werden uns wehtun. Ganz vorsichtig da durchgehen. Alles ist gut, Leute. Okay. Langsam. Ist okay. Komm weiter. Keine Gewalt gegen Tiere. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Die Steuerung ist übrigens immer noch auf Bewegung aus. Und wir spielen das erste Mal Emily, die ich, wo läuft er denn hin, nicht so wirklich mag, weil sie ziemlich biestig ist und sehr schnell eingeschnappt ist, was mir echt nicht gut gefällt. Und ich sie deswegen in der letzten Folge auch als meine Hassperson Numero Uno gewählt habe. Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Wir wissen, ich glaube, bei ihr war immer noch die Sache mit dem Feuer. Boah. Oh, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich Surprise, kann nicht sehen, was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. So traten sie die Treppen hoch. Sehr hübsch mit dem Schnee. Irgendwas höre ich doch da wieder im Hintergrund. Irgendwas poltert hier. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. So.
Dann mal nichts wie hinauf. Oh Gott. Na, das ist das Richtige für mich. Ich mit meiner Höhenangst. Okay, ich hätte ihn mitgenommen. Ich kann es ehrlich sagen. Naja, man wird sehen. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Ich suche die ganze Zeit nach so einem Totem. Am besten nach so einem Führungstotem. Ich weiß immer noch nicht, wer dieses Spiel entwickelt hat, tatsächlich. Ich habe da noch nicht nachgeguckt. Okay, man kann es nicht langsam machen. Die Frage ist doch, wer schafft da das Zeugs in sowas wie einen Klappstuhl oder so einen Schrank? Ich meine, das sieht nicht so aus, als gäbe es da einen alternativen Weg, wie über so Leitern. Ein Kälteempfinden haben die auch nicht. Ich meine, er hat so eine Sportjacke an. Und sie so eine Lederjacke. Die halten nicht wirklich warm, so ein Wetter. Würde ich behaupten. Drucker. Sie drücken mir ein wenig zu lang. Hier ist irgendwas ganz Schlimmes drin. Oh. Okay. Hier war seit ein paar Jahren wohl keiner mehr. Ach komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Uiuiui. Was haben wir denn hier? Behaupten. Vertrauen. Wir können ja mal auf R1 gucken, wie es gerade um unsere Leute steht. Derselben Meinung. Okay. Wie sieht es denn um Ihr Zustand aus? Das sieht auch gut aus. Sie ist deutlich hilfsbereiter geworden. Die Beziehung zu Josh ist verschlechtert und zu Matt ist verschlechtert. Das sehen. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Ja, lass einmal drum herum gehen. Okay, jetzt haben wir einmal drum herum getappt. Fusebox. Yes! Ein Hoffnungsschimmer. Ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Bei Washington. Sorry, dass du auch noch vermisst wirst.
Sorry, dass du auch davon bist. Hey, ihr seid tot. Das scheint ja nicht ganz so toll zu funktionieren. Etwas beim Bewegungssensor. Stimmt den Scheiß nicht. Ich höre Sie, Mann. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schicken die Schrauber, die Sie da rausholen, sobald der Sturm sich gelegt hat. Was? Wann? Wie lange? Morgen, so früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Scheiße! Oder auch nicht. Oh shit. Ui. Sind wir jetzt alle beide? Heiß oder? Was ist jetzt das Problem? Das verstehe ich nicht. Das ist versuche zu dir zu kommen und dich hochzuziehen.
Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, bitte, es hilft nicht, hier irgendwelche dummen Sprüche loszulassen, meiner Meinung nach. Ich komme. Wahrscheinlich gehen beide drauf, ich kenn's doch. Okay. Ja, das war nix, Leute. Ich habe alles versucht, aber nach dieser Fingergeschichte, wenn eine Sache nicht klappt, safety first. Oh, was ist jetzt los? War das ein Ladebildschirm? Nee, oder? Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Ich befürchte einfach, oder ich habe die Hoffnung, dass die zwei Geschwister uns helfen werden. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Stopp. Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Ash, geht's dir gut? Vor allem, sie hat auch Kontakt zu den beiden. Du und Josh standet euch nahe. Deswegen denke ich mir, macht das Sinn, sie gerettet zu haben. Und ich dachte mir halt auch, er hat die Schwestern verloren, der wird auch nicht glücklicher. So dachte ich halt einfach, beenden wir sein Leid. Wobei ich auch vorstellen könnte, dass ich hätte beide retten können, indem ich einfach gar nichts mache. Und dadurch, dass die Weichen ja so gehen, dass einfach sich blockiert und das Ding gar nicht weitergeht. Das ist so abartig. Auf jeden Fall, aber vielleicht sollten wir dann da nicht hingehen. Okay. Geht eine Tür zu, geht eine andere auf. So ist es auch im Leben. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris! Jetzt wird's geil. Also jetzt bin ich ein bisschen angespannt. Jetzt freue ich mich. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle. Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Dass die bis jetzt kein Licht da angemacht haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da war etwas. Chris. Ash, ist okay. Du bist nur... Wir beide sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir müssen uns zusammenreißen. Ja, geht das? Chris. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Irgendwas mit der Tür, komm, bitte. Oh Gott. Yes. Dass sie dieses automatische Türen öffnen, keineswegs hinterfragen. Das wundert mich schon. Eine Spieluhr, wie schön. Classy. Wo ist er hin? Angestoßen, oder? Bist du angestoßen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Wie kann
Leute hier alle zur Freakshow werden. Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an. Und dieses Gespenst oder was auch immer. Ashley, du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Oh, erzähl mir nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das macht mir Sorgen. Oh. Chris, warte. Der Geist. Was? Hast du nicht gesehen? Nein. Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp. Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt. Komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Oder wer wie Pam. Scheiße, Ash. Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht. Das tun sie nicht, weil. Ich glaube, sie helfen Geister uns. Gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Kann ein Bild einfach so von der Wand fallen. Okay. Ha. Na bitte. Oh mein Gott. Da, Chris. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen das ist, hast. Siehst du? Das ist, Du siehst es, du. Ich weiß nicht. Ich. Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. That's right. Ah, man kann jetzt endlich auch ein bisschen. Oh, da, Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Oh. Nein. Eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Und hier, der kleine Schlüssel. Ich hab's dir ja gesagt, der Geist will uns helfen. Das macht Spaß, so Schlüssel und Türen ist super. Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Das ist Hannahs Tagebuch. Aber wir können nicht zurückblättern, schade. Dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Ja, man macht halt nicht. Manchmal können einfache Scherze Schlimmes auslösen, ne? Was war das? Das kam von da hinten. Nichts wie hin, ne? Ich hätte gerne so Sachen, man bewegt sich und läuft einer durch. Das fände ich noch klasse. Ja, komm. Traut euch. Super geil. Boah. Okay, das war echt billig, aber... Hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industriegläser.
Birnen. Was hat der hier verloren? Hm. Da. Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Oh, gefährlich. Mir ist bis heute die Filmreihe nicht eingefallen. Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Shit. Hier. Ich stehe weit genug weg. Jetzt könnte doch da hinten einer durchlaufen. Das wäre doch super. Und das wird mich gerade jetzt... Ach, aber nee. Gib mir das Spiel nicht. Hier, Wasser. Da ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris? Ich möchte. Ich glaube, ich will nicht weiter in. Ich will das anleuchten. Oh Mann. Okay. Wo in aller Welt sind wir hier? Das ist eine Frage. Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Okay, cool. Das erinnert mich gerade sehr an Shining. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht... Und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du es wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Ja, das war halt schon echt heftig, ne? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Ja, bestimmt. Aber es ist schon nicht so nice gewesen. Okay, das ist gerade ziemlich cool. Ich mag die Kameraperspektiven. Oh nee, schreiende Babys muss das sein. Ich habe auch mittlerweile echt Angst, irgendwas anzufassen, weil ich... Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Hm. Die Soundkulisse ist gerade auch echt geil. Also, so langsam zieht's an. Und wir haben noch einiges vor uns. Nein. Nein, ich habe genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesem Albtraum, Chris. Ja, es ist der Kaninchenbau. Okay. Mach doch endlich was mit dem Hintergrund. Angst, aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast... Hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. So, gucken wir uns doch mal kurz ihren Zustand an. Hilfsbereit, tapfer, witzig. Was ist rot? Zu Chris, der mit uns dabei ist. Da hätte ich jetzt gern bitte eine Erklärung. Was bedeutet rot? Ist es zu viel? Oder ist es einfach nur, weil es... sehr ausgeprägtes. Wieso ist sie nicht ehrlich? Weil ich da einmal gelogen habe? Nee, oder? Hilfsbereit ist sie aber. Sie ist nicht mehr so witzig. Sie ist aber dafür tapfer und sie ist enorm neugierig. Also ich finde es schön, dass man sieht, dass sich diese Charaktere auch tatsächlich entwickeln. Ich könnte mir vorstellen, dass sich auch die Antworten dadurch beeinflussen. Dass je nachdem, wie man mit dem... Ich habe schon lange nichts mehr gefunden.
Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, den Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Weiter, weiter ins Verderben. Dadurch, dass wir halt echt keine Einblendung haben, wirkt es schon grandios. Mittlerweile habe ich auch... Oh shit. Was könnte das sein? Defibrillator. Wir gucken uns das nicht an. Es könnte eine Falle sein. Sachen, die funken. Dangerous, dangerous. Oh, Zwischensequenz. Okay. So, was haben wir hier an der Wand? Das sind wir. Surprise, Motherfucker. Soll ich der Killer sein, oder? Ich meine, ich habe sie nicht gemocht, deswegen hat sie zerkratzte Augen. Und die Reihenfolge stimmt auch. Sie, dann habe ich sie gesagt und als vorletztes ihn. Ich meine, was ist das, eine verdammte Todesliste? Ja. Meine Liste ist es, meine Damen und Herren. Creepy. Also wenn man sich ein bisschen an die Steuerung gewöhnt hat und sich nicht bewegt, kann man da auch schön zielen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich glaube, ich lauere im Kreis. Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Oder von einem Schwein. Ja, einem Arm. Ich hab's aber... Verdammt, ist das Ding schwer! Vorsichtig! Jetzt komm schon durch, Ash! Ich kann sie nicht halten! Oh, komm schon! Chris! Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen! Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen! Also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen, los! Chris, folgen. Oh, okay. Okay, du hast recht, ich komme. Oh. Wenn er sich schon so viel Mühe gibt. Das sieht gefährlich aus. Ja, das sind Sams Kleider. Das ist... Krank. Das ist total krank. Dieser Psycho war also hier unten, ganz sicher. Glaubst du, er ist immer noch hier? Ich hoffe nicht. Was soll dieses Ding überhaupt hier... Das würde ich auch gerne wissen. Jetzt will ich mir doch das mal kurz angucken. Ich kapier's nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei denen im Kopf vorgeht, Ash. Okay, eine Kühlanlage ist es. Haben wir das immerhin schon mal... herausgefunden. Was ist es? Sam?
Also wenn jetzt wieder so ein Entscheidungsdrama kommt, dann werde ich versuchen zu überlegen, ob ich das irgendwie verhindern kann. Wir gehen mal nicht durch die Tür und gehen hier außen rum. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Let's try this door. Eine Puppe, oder? Sam! Chris! Ist die tot? Wo bin denn ich? Sie ist nicht tot! Woher weißt du das? Sie atmet noch. Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos. Oh. Nein, das ist übel, ganz übel. Wir müssen sie hier rausschaffen. Chris! Oh, shit! Angriff. Gut. Nein. Dir zeige ich. Was? Dir zeige ich. Okay, aber wir haben ihn verletzt. Das ist schon mal gut. Ach, das ist wieder so eine Geschichte. Ich sehe es doch kommen. Oh, schon wieder Kreissägen. Oh, scheiße, Ash. Was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Du perverses Stück Scheiße. Monster. Zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Was? Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf, sag's. Wir reden immer drum herum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ah! Ashley, ich hol dich hier raus. Ich lass dich hier nicht sterben. Ah! Oh no, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh Scheiße. Keine Angst, Chris. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Halt! Das darfst du nicht, Chris. Bitte nimm mich! Du hast mich schon mal gerettet. Fuck. Lass mich dieses Mal entscheiden. Lass mich dieses Mal dich retten. Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun. Chris, bitte. Oh Gott. Ich mach nichts. Nein. Wir werden alle... Dann gehen wir halt beide drauf. Nein! Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Hä? Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen?
Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Du bist krank! Ein krankes Schwein! Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Puh. Okay, das war wieder ein Kapitel. Und es wird immer spannender, wie ich finde, mit jedem Kapitel. Und wir wissen immer nicht, wer er ist. Ich habe so das Gefühl, dass ich repräsentiert werde durch ihn. Und ich habe beim letzten Mal keine Entscheidung getroffen. Und in dem Spiel hat sich gezeigt, manchmal ist keine Entscheidung die bessere Entscheidung. Nennt mich unmündig, aber keine Entscheidung ist auch eine Art Entscheidung. Und ich nehme an, wir werden jetzt sehen, was mit Mike passiert. Und es könnte sein, dass wir mitten in der Folge aufhören. Aus Tunneln. Ich wollte irgendwie raus und da war dieses Gitter und dann du. Gitter, Frau. Ach, dieser Typ, von dem du sprichst, er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Wir wissen immer noch nicht, was mit den beiden. Was ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Sehr praktisch. Man hat auch schon mal mehr an. Ist aber schön, wie immer zwei zusammenarbeiten. Man muss aber sagen, es sind nicht mehr so viele Leute da. Gott, sieht so schlimm aus. Auch schön, dich zu sehen. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Ja, klar doch. Die Gesichter sehen echt fantastisch aus. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit Martin und okay, der hat nur ein bisschen was davon gesehen und der hat auch gemeint, die Gesichter und vor allem die Augen haben sie gut getroffen und da kann ich ihm nur zustimmen, denn das sehe ich auch so. Ist das Weinen? Ah.
zum Teufel? Das heißt, was Platzpatronen. Es haben beide überlebt. Ich meine echt jetzt? Josh hat überlebt. Mein fucking Blauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Matt! Oh Scheiße! Emily hat auch überlebt. Shit. Oh Scheiße! Oh. Verdammt! Sollten alle Entscheidungen richtig gewesen sein? Okay, aber das sieht cool aus. Super nice. Okay. Okay. So, wenn du deinem Turnunterricht nicht aufpasst. Shit! 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 Oh, Gott sei Dank. Das wäre aber auch echt fatal gewesen, ne? Aber jetzt, Mädler, zieh zu, dass du Land gewinnst. Uiuiui. Das wäre ein 3D-Grad, also so ein richtiges 3D-Grad. Richtig geil, habe ich so das Gefühl. Ah! Ah! Unschön. Richtig unschön. Okay. Bitte lass mich jetzt nicht mit ihr spielen. Sonst wird es ein Fuck the Order Phänomen. Das waren 600 Mäuse. Wehe, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Okay, das hätte auch Wasser sein können. Sieht doch gut aus. Oh. Das hat ein bisschen was von Tomb Raider. Sie hat auch so ein bisschen leichtes Outfit mit den Stiefeln. Aber sie ist noch ganz gut zu Fuß dabei. Da blinzelt doch uns schon wieder was entgegen. Ich glaube, das soll mir sagen, ich weiß, wo ich ungefähr bin. Okay, da ist eine Treppe. Also Geräuschkulisse par excellence. Mich würde es auch sehr interessieren, was wir da gerade eben gesehen haben. Josh steckt hinter allem, hat seinen Tod gefaked. No way, oder? Alles nur ein böser Traum. Ich nehme an, ich werde die Tür nicht aufkriegen. Ich werde diese Lore als Rambock verwenden. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir da? Okay. Dann mal los. Dieses Geräusch von Holz zerbersten ist in jedem Spiel auch gleich klingend. Ah ne, wir haben ja noch eine tot. Das sieht aus nach einem Rätselraum. Scheiße! Okay, wie schalte ich das Ding ein? Who knows?
Nice. Holy shit, huh? Eins, zwei, drei. Freddy kommt vorbei. Das ist eins. Oh. Ich mag sie zwar nicht, aber das hat sie nicht verdient. That's too much Pech. Das sind nur Geräusche. Geräusche taten nie weg. Okay. Die Kehr hat das gebaut. Absperrung. Was haben wir hier? Oh, schräg. Wirklich schräg. Was möchte uns das sagen? Komme ich von da hinten? Oh, Happy Treasure. Dass da immer hinten was draufsteht, das verstehe ich ja nicht so ganz. Hier in der Tiefe gibt es nichts. Mittlerweile bewegen sich die Leute beim Sprinten auch ein bisschen schneller. Wir sind eingeschlagen, also klettern wir. Okay, das ging doch gut. Zur Leiter klettern. Nice. Was erwartet uns am Ende dieser Leiter? Nichts. Okay, weiter ins Verderben. So lautet die Devise von Game Inc. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich immer, schwanke ich so zwischen, ich will weiterspielen und ich will eigentlich aufhören, weil es doch echt belastend ist, so rein vom Gameplay-Technischen. Ich finde es jetzt gar nicht so gruselig, aber dieses dauernde, man macht hier und da was, ist ein bisschen nervig und auf Dauer nicht meins. Komm schon, verfluchte Scheiße! Ich dachte mir schon. Verfluchter Mist. Es hilft keinem, wenn du darum schreist.